So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und es ist soweit, wir sind beim nächsten Adventskalender-Türchen angelangt. Heute die Nummer 7, ja. 7 mal 7, da gibt auch feinen Adi, ne? Feinsten Adi, oh ja. Wir müssen natürlich erst wieder ein Adi sein Türchen aufmachen. Das heißt, wir nehmen uns den Kollegen hier, suchen dann Türchen Nummer 7. Warte mal, wir machen das so, Adi, du darfst nicht mitgucken. Die 7 ist nämlich hier oben links in der Ecke. Das ist die 7, da ist sogar noch was drin. Das ist das Tütchen und das ist heute geht, Adi, guck dir das an. Das ist dein Tütchen. Gestern war ja der Nikolaus, eigentlich hätte ich mir da ja was aufsetzen müssen. Hatte ich nicht, jetzt habe ich was. Aber heute ist der 7., da brauchst du dir nichts mehr aufsetzen. Das ist das Problem. Jetzt weiß ich aber, dass ich für den 24. gerüstet bin, außer ich verlege es bis dahin wieder. Und? Adi, was sagst du? Oh, die feuchte Nase an der Hand, das ist immer das Highlight des Tages, ja. So, den Rest gebe ich dir, wie immer, hier ins Waschbecken, ja. Immer den Stöpsel reinmachen, nicht, dass das runterfließt. Und willkommen zum Bier-Adventskalender mit Türchen Nummer 7. Das ist genau das neben dem vom gestern, von der 6. Und haben hier ein Wälde. Wälde Citra Helles. Was ist denn das? Ist das ein Öko-Bier oder was? Das lege ich mal jetzt erstmal hier hin. Da ist irgendwie Pupsis Rasierer drunter. Der jetzt irgendwie kaputt ist, ne? Er ist gerade irgendwie auseinander gesplittert, als wir den Kalender draufgestellt haben. Unterschätze nie die Macht des Bier-Adventskalenders. Advent. Das hier ist ein Wälde, ja? Wälde Brauspezialitäten. Wenn ich mir den Deckel hier oben angucke, sieht der Deckel ja eigentlich richtig genial aus. Der ist schwarz. Da ist ein, das sieht eigentlich aus wie ein Herz. Da ist ein Herz. Da steht Wälde. Das hat auf jeden Fall ein Design. Und hier vorne sieht es aus, als wäre es irgendein Biosaft. Ne? Altes, modriges Papieretikett, was halt so richtig papierig wirkt. Das glänzt auch nicht. Das ist halt, ja, ich mag es ja eigentlich eher schlicht, anstatt so übertrieben. Aber das, ich glaube, das ist mir an sich zu schlicht. Handgebrautes, helles, kalt gehopft. Aus unserer badischen Braumanufaktur Citra Helles. Hopfenbetontes Helles mit frischen Zitronen und Waldhonignoten und leichter Bittere im Abgang. Wälde. Also das ist mit Zitrone und Waldhonig. Das hat 5,2. Das ist kein Mixbier. Das ist trotzdem ein vollwertiges Bier mit 5,2, okay. Hopfen, Select, Yellow Sub, Citra, empfohlene Trinktemperatur und so weiter. Wir machen das jetzt hier mal auf, gucken uns das jetzt mal an. Für das Etikett würde ich dennoch eine 2 geben, weiß ich nicht. Das ist mir, das würde mich nicht ansprechen, das sieht mir einfach zu... Das ist nix, ja. Das ist nix und das ist das Resultat. Und das ist das Bier. Und jetzt holen wir es hier raus und jetzt schenken wir es hier rein. Und dann gucken wir es uns ab und dann wisst ihr Bescheid. So, hier, helles, helles, helles. Gucken wir mal, ob da eine Honignote rausschmeckt. Haben wir letztens in einem Fanpaket auch Honigbier bekommen nochmal. Was ich auch eigentlich noch testen muss, noch nicht dazu kam. Ich kann ja nicht den ganzen Tag Bier trinken, ja. Was denkt ihr denn von mir? Farbe. Kommen wir mal zur Farbe. Es ist auf jeden Fall heller als die letzten. Es ist... Was ist denn hier mit der Flasche los? Es ist trotzdem ein bisschen trüb. Es ist nicht so klar, wie ich es gern hätte. Es ist genau diese Mischung, die ich komisch finde. Wenn ein dunkles, trübes trotzdem eine starke Farbe hat, okay. Wenn ein helles, trübes... trüb ist und hell ist, dann sind es zwei Sachen, die in dieser Kombination für mich einfach nicht schön aussehen. Das sieht wieder total aus wie Seifenwasser. Es perlt alles hoch, aber dazwischen überall steht hier lauter
weiß ich nicht. Da stehen irgendwie lauter Punkte drin. Das sieht wirklich aus, als soll es vom Honig sein, soll es von was anderem sein. Es sieht aus, als wäre das irgendwie unrein. Für mich, von der Farbe her, leider auch nicht so prickelnd. Ich würde wahrscheinlich eine 1 geben bei Farbe. Ja. Wenn das irgendwo steht, du würdest es nicht trinken, glaube ich. 1 bei Farbe, aber wir kommen zum Geruch. Der müsste jetzt eigentlich überzeugen. Mit einer eher süßlichen Note. Also süßliche Note ist auf jeden Fall trotzdem da. Du merkst eine Bitterä. Ja, Bitterä steht da vorne drauf. So. Geruch ist eigentlich ganz gut. Geruch ist super, ne? Geruch erinnert mich jetzt nicht an Bier, sondern eher an was anderes. Das Süße überwiegt halt komplett. Was geben wir? 3. 3 ist Durchschnitt. 3 habe ich gemacht, wenn ich gar nichts gerochen habe. Das heißt, wir müssen eigentlich eine 4 geben. Eine 4 bei Geruch. 5 gab es, als das irgendwie eine Bier- und eine süße Note hatte. Das hat nur eine süße Note, es fehlt irgendwie das Bier, deswegen 4. Fehlt das Bier, gibt's nur 4, ne? Merkt euch den, also. Ob ich mir das alles merke, was ich überhaupt vergeben habe, die letzten Folgen blicke ich auch schon nicht durch, muss ich mir mal wieder drunter schreiben. Und wir kommen natürlich noch zum Geschmack, denn das ist ja das Wichtigste an allem. Selbst wenn es hässlich aussieht, wenn es eklig riecht, wenn das Etikett vergammelt ist, kann ja trotzdem sein, es schmeckt gut. Und das ist dann der Geheimtipp, weil es dann keiner kauft, außer ich, weil ich es schon kenne. Probieren wir mal kurz einen Schluck. Merkt man wieder, ich bin einfach kein Biertrinker, ja, in dem Sinne. Ich trinke auch 500 Dosen Bier und das tun alle immer verschändeln und überhaupt, aber kann ich auch wieder nicht so richtig was mit anfangen. Dieses Bittere am Ende, das ist auf jeden Fall trotzdem präsent, es ist nicht so schlimm wie bei dem letzten Bier, was wir hatten, auch mit null. Mit null Geschmack auf eine 3, das Mittelmaß kommt es bei mir auch nicht. Es müsste was zwischen 1 und 2 sein, glaube ich, weil es trotzdem auch sehr seifig schmeckt, wieder wie total, da rollt sich alles zusammen. Ist bei mir leider nur eine 1, ich gebe eine 1. Hat mich leider nicht überzeugt, ja, da passt vieles nicht, außer der Geruch, der ist okay. Leider schmeckt es anders, als es riecht. Ich würde also eine 1 geben, würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr den Bier-Adventskalender auch habt, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr dem Bier geben würdet oder überhaupt, ob ihr Bier trinkt. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Bleibt alles hängen, alles bleibt hängen.